Bist du soweit? Luft? Das Springmagazin wird 20 Jahre alt. Was hat es eigentlich mit diesem Namen Spring auf sich? Ich habe überlegt, ist das so das englische Wort für Frühling oder ist es wirklich dieser Imperativ, los, spring mal oder beides? Also definitiv beides. Wir haben dieses Wort gewählt, um Assoziationen herzustellen. Also, und auch das englische Wort Spring, das passt natürlich zu Aufbruch, Frühling, Springen. Spring ist ein Künstlerinnenkollektiv, das sich 2004 gegründet hat. Jährlich wird eine Anthologie mit grafischen Erzählungen zu einem bestimmten Thema veröffentlicht. Das Kollektiv organisiert sich dabei selbst. Alle Entscheidungen werden gemeinsam getroffen. Es gibt einen festen Kern, der bei jeder Ausgabe durch wechselnde Gäste erweitert wird. So haben im Laufe der Zeit über 75 internationale Künstlerinnen bei Spring mitgearbeitet. Die Release-Party des Buches feiert das Kollektiv jedes Jahr mit einer Ausstellung, die das Thema des Hefts aufgreift und neue Werke dazu zeigt. Spring ist nicht kommerziell. Die Einnahmen fließen in die Produktion. Jede Künstlerin ist vollkommen frei in ihrer Wahl der inhaltlichen und grafischen Umsetzung des Themas. Die persönlichen Treffen, die Diskussionen und das Feedback sind ein wichtiger Bestandteil der Zusammenarbeit. Spring lebt vom Austausch miteinander. Ich bin Katharina Gschwendler und ich bin Illustratorin und Künstlerin und von Anfang an bei Spring dabei. Ich erlebe diese erste Zeit oder habe diese erste Zeit von Spring als eine unglaublich dynamische erlebt, als eine sehr existenziell wichtige, weil wir wirklich ganz am Anfang standen und wirklich noch keine Erfahrung auch alle hatten mit Veröffentlichungen und mit Sichtbarkeit. Und das war tatsächlich, also wir waren tatsächlich unser Rettungsfloß oder unser Sprachrohr gegenseitig und die Gespräche auch über die Arbeiten, die wir uns gegenseitig gezeigt haben und richtig aufgeregt waren, alle an der Wand befestigt und was denkst du über meine Zeichnungen und das, wir haben uns richtig Zeit genommen und gemeinsam über die jeweiligen Serien, Strecken, Comicgeschichten, was auch immer dann am Anfang alles so dabei war, gesprochen und das war, fand ich, es hat einen super Start. Was in der Folgezeit passiert ist, fand ich auch absolut interessant und bemerkenswert, dieses Beobachten, wie wir als politische Verbindung, also als Gruppe uns organisiert haben. Das war für mich wie so ein Lehrbuchhaft, wie die Gründung eines Staates. Wir haben angefangen mit irgendwie einem Wunsch, mit einer Ambition, mit Talent, mit Chaos, mit dem Wunsch, was zu schaffen, aber irgendwie so unorganisiert. Und dann haben wir angefangen in der Anarchie sozusagen. Am Anfang so eine Urpower und Chaos und dann immer mehr Organisation, aber auch mehr Bürokratie und auch mehr Verfranselung und mehr Erfolg. Und je mehr Erfolg, desto mehr Bürokratie. Das muss man einfach auch mal sagen. Also das war irgendwie fatal, aber das fand ich tatsächlich sehr, sehr interessant an dieser gesamten Entwicklung von Spring. Also meine Auffassung als junge Künstlerin war die, dass das keine große Rolle spielt eigentlich, ob wir ein Frauenprojekt sind oder nicht. Aber je älter ich wurde und je mehr Erfahrung ich gesammelt habe und je mehr ich auch mitbekommen habe von der Kunstwelt, von der Arbeitswelt, desto deutlicher wurde mir erst, wie wahnsinnig gut und wichtig das ist und wie wirklich wenig repräsentiert die Frauen sind, weniger repräsentiert die Frauen waren. Inzwischen sind sie es zum Glück. Ich bin lange Zeit ausschließlich von Männern unterrichtet worden an Hochschulen und ich habe auch eine Ausbildung gemacht, ausschließlich Männer. Dann kam Anke Feuchtenberger, die sowieso unglaublich positiv das Blatt gewendet hat und einflussreich war. Mit der Zeit sind mir da die Augen geöffnet worden und ich habe das als wirklich
als eine große Qualität gesehen und auch als eine große Wichtigkeit gesehen, dass wir als Frauen sichtbar sind, dass wir auch, wie sich immer mehr herausstellte, echt Vorbildfunktion auch für junge Künstlerinnen hatten und wir ungemein konstruktiv miteinander umgegangen sind. Und ich habe das nicht unbedingt in gemischten Männer-Frauen, gemischten Gruppen so erlebt. Also, dass man wirklich wohlwollend jeder den Raum geben möchte. Dass das ganz klar ist, dass das oberste Prämisse ist, dass wir uns gemeinsam einigen, dass da niemals ein Ellenbogen ausgefahren wird. Das fand ich wirklich bemerkenswert und ich habe das in anderen Konstellationen so nicht erlebt. Und das wurde mir eigentlich erst immer klarer. Und jetzt würde ich sagen, super wichtig, ist toll, dass wir ein feministisches Projekt sind. Und am Anfang war das nicht so klar. Da waren wir naiv, vielleicht. Hey Girls, hallo! Hey, ich bin da. Na, schön euch zu sehen. Hey, schön dich zu sehen. Ja, ich habe es auf jeden Fall auch so wahrgenommen, dass in der Gruppe keine Klarheit darüber gab. Also so wie Birgit das beschrieben hat, kam mir das auf jeden Fall auch vor, dass wir jedes Mal wieder von einem Interview diese Differenzen hatten. Ich habe das verstanden als Frauenprojekt und fand es deshalb gut und habe immer dafür plädiert, es auch so offen zu benennen. Aber ich weiß, weil ich diese ja, für mich klare Haltung hatte, habe ich auch immer sehr stark wahrgenommen, dass das nicht bei allen so klar war. Viele fanden das tatsächlich so schwierig, sich als Feministin zu sehen und wollten das auch nicht als feministisches Projekt titulieren, sondern es wurde irgendwie oft so entschuldigt dann, so nach dem Motto, das ist jetzt so zufällig passiert oder so. Das war schon auffällig, dass es nicht eine klare Haltung in der Gruppe dazu gab. Ich finde es eigentlich schön, dass wir uns da gegenseitig gerade auch so ein bisschen auf Spur bringen. Also mein Name ist Romy Blümel, ich bin Illustratorin, ich bin seit 11 Jahren bei Spring dabei und Katharina Gschwendner hat mich eingeladen. Ich illustriere für Verlage, also ich mache Buchcover und auch Innenteilillustrationen für Bücher, für die Zeitungen. Manchmal zeichne ich auch live auf der Bühne bei Konzerten. Also ich finde gut bei Spring, dass Spring unkommerziell ist, dass wir ein Heft produzieren, bei dem wir uns eigene Regeln setzen und es eigentlich nur den Selbstzweck erfüllt, dass wir unsere Geschichten uns erzählen. Ich arbeite normalerweise mit Acrylfarbe, großen Pinseln und auf Glas und auf Folien. Also ich male und dann zeichne ich mit Radiernadeln. Bei Spring ist es ein bisschen schwieriger, weil wir einen festen Rahmen haben, wie wir das Heft erstellen, um alle Geschichten unter einen Deckel zu bekommen. Und zwar entscheiden wir uns im Herbst für ein Thema und für 2 Farben. Und das Format ist immer 20x24. Und dadurch, dass wir diesen festen Rahmen haben, ist es natürlich eine Hilfe bei der Erstellung der Geschichte. Aber für mich schränkt es manchmal ein bisschen ein in meiner Technik und deswegen probiere ich andere Techniken aus und zeichne auch mal mit Tusche oder mit Bleistift. Und ich versuche mit meinen Geschichten das Thema oder einen Aspekt des Themas zu kommentieren. Bei Gespenster ging es bei mir zum Beispiel um das Thema Social Media und Handys und wie stark wir beeinflusst werden von dem Drang, aufs Handy zu schauen. Das ist ja wie so ein kleiner Tick oder so ein kleines Signal, was ans Gehirn kommt und uns sagt, guck doch nochmal aufs Handy. Du willst eigentlich gar nichts wissen, aber es ist jetzt sind mal wieder 2 Minuten rum. Guck mal drauf. Und das ist ja auch eine Art Gespenst. Klimakiller Rap. Billigflieger nehme ich mit nach Paris oder Madrid. Jagd der Sonne hinterher, Detox Party, blaues Meer.
Kerosin und Stickoxide machen mich ein bisschen müde. Schleierwolken, Deep Red Sky, ist mir alles einerlei. Yoga Practice, Mindfulness, Biennale, kein Stress. Grüne wählen, Ökostrom und am Freitag ab nach Rom. Ich kann nicht die Welt verändern, nutze die Gelegenheit. Freiheit ist das höchste Gut, drum nehme ich, was mir gut tut. Eye to eye and mouth to mouth, Global Village, mein Zuhause. Ich wünsche mir für Spring, dass wir nochmal ein Heft für Kinder machen mit Kindercomics. Das würde mir sehr viel Spaß machen. Und ich wünsche mir aber auch, dass wir sichtbarer werden über das Heft hinaus. Also, dass wir mehr im öffentlichen Raum machen, mehr Veranstaltungen organisieren, Plakate machen, uns politisch engagieren. Ich arbeite als Illustratorin, ich zeichne und drucke und ich arbeite auch in der Kunstvermittlung. Ich habe als Vertretungsprofessorin an der Burg Giebichenstein in Halle an der Saale eigentlich so gelernt, wie es ist, auch in der Kunstvermittlung zu arbeiten. Also da habe ich das Fach Illustration unterrichtet. Und inzwischen arbeite ich als Dozentin an Privatakademien oder auch für Kunstprojekte mit Kindern oder mit älteren Menschen oder mit beiden zusammen. Und das schätze ich auch sehr, diesen Erfahrungsbereich Kunst nicht nur selber zu machen, sondern auch an andere Leute heranzutragen und zu sehen, was da passiert. Und da spielt sich dann auch die Energie wieder gut zurück. Mich interessiert die Auseinandersetzung mit Texten, die ich als Inspirationsquelle sehen kann, um eine visuelle Ebene zu schaffen. Also ich entwickle Bildkonzepte. Und bestenfalls regen die Spannung zwischen Text und Bild, die entsteht, dann eigene Gedanken an. Die Person, die das Ganze sich zu Gemüte führt, das anschaut und liest, soll also eigene Assoziationen haben können. Und ich versuche, meine Bilder nicht zu konkret werden zu lassen, damit dieser Resonanzraum eröffnet wird und was Drittes entsteht in den Gedanken der Betrachterinnen und Betrachter. Für Spring 17 habe ich die Geschichte Vatergespenst gedruckt und es ist eine autobiografisch inspirierte Erzählung. In fragmentarischen Momenten beleuchte ich die Beziehung zu meinem Vater und auch das Thema Alkoholsucht, was dahinter steckt und wie sie sich auswirkt eventuell. Und das kommt aber nicht im Text zur Sprache, sondern zeigt sich in den Drucken, die alle aus einer Schablone entstanden sind, nämlich dieser. Und diese Form ist der prägnanten Flaschenform der bevorzugten Whisky-Marke meines Vaters nachempfunden. Dann dachte ich, ich müsste das so ganz realistisch machen, aber diese Flasche habe ich so überhaupt nicht in den Griff gekriegt. Und dann habe ich dieses Modell gebaut, weil ich irgendwie einfach diese Form auch gar nicht so erfassen konnte. Ne? Das war irgendwie echt merkwürdig. Und dann dachte ich, ich kann einfach dieses Modell auseinandernehmen und das drucken. Und das ging aber nicht. Und dann, das war, weil es halt so dreidimensional ist, diese Wölbung, das kann man nicht so einfach drucken, das sah blöd aus. Und dann habe ich die Flasche eben gar nicht mehr naturalistisch erfasst, sondern ganz anders. Und dann hat es besser funktioniert, die irgendwie in ihrem Wesen zu erfassen. Und dann kam ich zu dieser speziellen Form und dann war das tatsächlich so das, dass ich es gefunden habe, womit ich umgehen will.
das ist ja auch die Verbindung, die wir jetzt so schon viel gesehen haben. Ne? Also so, dass Gespenster ja auch was sind, was so aus dem Unterbewusstsein auftaucht und aufnebelt. So was, was man nicht so genau fassen kann, was uns etwas sagt, was vielleicht auch über Generationen hinweg transportiert worden ist und irgendwie in uns liegt, was wir nicht so richtig rational fassen können, was aber vielleicht ein Gefühl ist. Also sowas ist ja auch so eine Vorstellung von Gespenstern. Also die passen nicht so 100% zum Ja, das sieht eigentlich schön aus. Ja. Okay. Jetzt guckt es euch mal an und ihr seid begeistert. Das ist der Hammer. Das Licht ist so geil. Toll. Die Tüte ist auch toll. Ja, ja, die Tüte ist geil. Das sieht echt gut. Okay, man könnte halt im Endeffekt sagen, dass das auch ein bisschen tiefer noch könnte, also ein Hauch tiefer. Das ist mein Gewand. Dein Gewand, genau. Mein Name ist Doris Freigofass, ich bin Illustratorin. Das erste Mal mitgemacht bei Springen habe ich zur 15. Ausgabe zum Thema Arbeit. Ich glaube, damals hat mich Romy Blüme gefragt, ob ich mitmachen möchte. Was sie nicht wusste, ist, dass ich ja schon darauf gewartet habe, dass ich endlich gefragt werde. Weil ich sonst viel am Computer arbeite und meine Bilder am Computer digital entstehen, ist Spring für mich so ein bisschen eine Spielwiese, wo ich dann auch mal vom Computer wegkomme und Linolschnitte mache oder aus Holz was baue. Die ersten Ideen, wenn man sich dann austauscht über Ideen und die ersten Skizzen rumgeschickt werden und die ersten Geschichten, dann geht es bei mir auch direkt los und ich kriege Lust und komme viel besser ins Arbeiten, als wenn ich das nicht hätte, wenn ich einfach nur alleine in meinem stillen Kämmerchen säße. Ich habe zum Beispiel für die 15. Ausgabe für die Ausstellung aus Holz eine Hampelmutter gebaut. An Sachen für die Ausstellung. Der Female Gaze, der ist einfach unterrepräsentiert. Und es gibt so viele Themen, auch weibliche Themen, die in der Menschheitsgeschichte, in der Kultur seit Jahrtausenden aus der männlichen Sicht erzählt werden. Und es ist für mich einfach wahnsinnig wichtig, dass diese Themen aus der weiblichen Sicht erzählt werden. Und da gibt es noch so viel Nachholbedarf, da können wir die nächsten 100 Jahre nach wie vor sagen, wir bleiben ein rein weibliches Kollektiv. Für mich ist dieser andere Blick entscheidend. Auch der non-binäre Blick wäre für mich super spannend und interessant. Das hier, ja. Auch hier steht New York Times nicht so drauf. Ich bin Teil des Illustrationsduos Golden Cosmos und arbeite zusammen mit meinem Partner Daniel Dolz für internationale Medien wie die New York Times oder die New Yorker. Zusammen haben wir auch ein Bilderbuch illustriert, Ludwig und das Nashorn. Warte, ich zeig dir meine Lieblings. Das ist meine Lieblingszeichnung, die ich an. Stefanis Arbeiten fand ich ja schon, bevor ich zu Springen kam, super toll. Ich finde, ihre Arbeiten haben was, was ich auch gerne hätte in meinen Arbeiten. Die sind einfach so super spontan und lebendig. Thank you.
ist Stefanie Wunderlich, ich bin freie Illustratorin und ich bin seit 2008 bei Spring dabei. Ich habe damals mit Larissa Baltanasco ein Atelier geteilt, die hat mich damals der Gruppe vorgeschlagen. Ich hatte vorher noch nie in Comics gearbeitet. Ich habe eine einzige Comicseite gemacht für die Le Mans Diplomatique. Und das war für mich also wirklich was ganz Neues, Bilderzählungen in langen Strecken zu arbeiten, weil ich davor eigentlich fast ausschließlich editorielle Illustrationen gemacht habe. Und bei Spring konnte ich mich eben wirklich auf so eine lange Strecke ausbreiten irgendwie und eben auch eigene Geschichten, eigene Inhalte erzählen. In der Ausgabe Privat habe ich eine Geschichte gemacht, die heißt The Teenage Angst Tunnel. Da erzähle ich die Pubertät als eine Fahrt durch eine Geisterbahn, also all diese Ängste und Nöte, die man da hat mit Haarwuchs oder Pickeln, dass man sich viel zu viel Sorgen macht um irgendwelche Speckröllchen oder verbreiterten Hüften, dass man sich einfach hässlich und dick fühlt, dass man Angst hat, sich irgendwas Peinliches zu tun, sich völlig daneben zu benehmen, dann dieser ungleiche Wachstum von bestimmten Körperteilen, ja, dass man immer irgendwie Angst hat, dass andere über einen lästern, sich so beäugt und kontrolliert fühlt, die ersten sexuellen Erfahrungen, die man sammelt, wie man sich unter Druck fühlt, irgendwie einem bestimmten Bild entsprechen zu müssen. Ja, also was ich natürlich auch toll finde an Spring ist dieses Arbeiten im Kollektiv, weil das steht natürlich im zum krassen Gegensatz aber als Illustratorin. Da, also ich liebe meine Arbeit, aber man ist als Illustratorin natürlich irgendwie, ist es einfach eine sehr introvertierte, einsame Arbeit. Also ich habe zwar immer mein Atelier irgendwie mit anderen Kreativen geteilt, aber trotzdem, in meinen Aufregen kann ich nur alleine arbeiten, ne? Weil ich ja in meiner bestimmten Bildsprache arbeiten muss. Ich kann es nicht teilen mit jemandem, ich kann nur jemanden um Rat fragen, jemandem kurz was zeigen. Meistens lässt es die Zeit gar nicht zu irgendwie. Und bei Spring ist es einfach total schön, diesen Austausch auch zu haben, während dem Entstehungsprozess sich auch zu beraten über diese Konzepte, diese Ideen irgendwie und einfach so ja, gemeinsam was zu entwickeln, gemeinsam was auf die Beine zu stellen. Und ich erinnere mich noch so diese ersten Jahre, da wurden wir in Interviews immer, kam ziemlich schnell immer diese Frage zum, warum seid ihr nur Frauen? Inzwischen kommt diese Frage eigentlich gar nicht mehr, was ich ein sehr gutes Zeichen finde. Weil, also damals waren wir ja irgendwie tendenziell, erinnere ich mich noch immer, eher so ein bisschen genervt, dass es immer so ein Vordergrund gestellt wurde. Warum seid ihr nur Frauen? Wie könnt ihr euch dazu mal erklären? Irgendwie? Und ich weiß noch, dass wir das eher immer so ein bisschen eigentlich vermieden haben, in so eine feministische Ecke gestellt zu werden. Also das sagt ja schon viel, dass wir dachten, wir würden in eine Ecke gestellt werden, wir würden in eine Nische gestellt werden. Ne, zu diesem brüchigen Selbstverständnis, was man so als Frau eigentlich hat. Wir haben auch diese ersten Jahre eigentlich wirklich bewusst vermieden, irgendwie so sogenannte so weiche, sagen wir mal, so Stereotype, weibliche Themen irgendwie, Heftthemen zu nehmen. Ich weiß nicht, wir haben ein Heft zum Thema Verbrechen gemacht. Ne? Also wir haben auch bewusst irgendwie sehr vielleicht auch harte, negative Themen irgendwie, düstere Themen ausgewählt. Also mein Wunsch wäre es eigentlich, dass Spring eigentlich ein bisschen in so eine politischere Richtung gehen würde irgendwie. Jetzt auch nochmal on top mit der Ausstellung, die wir im Museum für Kunst und Gewerbe haben, im Rahmen dieser The F-Word-Ausstellung, fühle ich mich irgendwie darin bestätigt, dass es doch noch total relevant ist, dass es nur diese Frauenzeichnerinnengruppen gibt. Das hat eine totale Berechtigung, allein schon aufgrund der Zahlen, die heutzutage noch aktuell ist. Also mich hat dieses Plakat, was da jetzt groß am Museum hängt, total geschockt. Und das ist das Jahr 2023. Also da steht, dieses Franzbrötchen repräsentiert die grafische Sammlung des Museums. Genau, ein Franzbrötchen und dieser kleine Krümel sind Arbeiten von Frauen. Also 1,5% dieser Sammlung sind Arbeiten von Frauen im Jahre 2023. Solche Zahlen heute noch geliefert zu bekommen, nee. Geht gar nicht. Also nee, da muss sich noch was ändern.
Und anscheinend besteht noch die Berechtigung, dass wir einfach gemeinsam als feministische Gruppe daran arbeiten, nach außen uns tragen und unterstützen. Ich muss sagen, Guerilla Girls sind auch einfach ein großes Vorbild oder eine mega Inspiration. Einfach wie die es on point witzig schaffen, diese Zahlen, diese Fakten nach außen zu tragen. Mein Name ist Caroline Löbert. Ich arbeite seit über 10 Jahren schon als freiberufliche Illustratorin für internationale Kunden. Das ist der jetzige Beitrag, den ich fürs aktuelle Magazin gemacht habe. Und da geht es um eine Blume, die zu einer Frau spricht. Zugeschaltet ist uns vom Spring-Kollektiv Caroline Löbert. Hallo. Hallo. Frau Löbert, Ihre eigene Geschichte ist ja sehr klar, sehr reduziert in so Blau-Rot-Tönen. Ein gezeichneter Dialog zwischen einer Pflanze und einer jungen Frau. Also man versteht sich nicht recht und man scheitert auch irgendwie. Genau, und vielleicht kann diese stilisierte Form halt dieses Aneinander-Vorbeireden nochmal etwas hervorheben. In meinem Beitrag geht es ja auch um das Sich-Nicht-Verstehen zwischen Mensch und Natur. Da spielen aber auch Text und Bild so, gehen Hand in Hand. Ich habe versucht, das so ein bisschen sarkastisch, ja, diese absolute Ignoranz der Menschheit gegenüber der Natur, die uns ja diverse Zeichen schon lange schickt, habe ich versucht, einfach weil, wenn man drüber lacht, kommt es vielleicht auf einem anderen Weg irgendwo an oder ist es leichter zu ertragen, zu verstehen, zu akzeptieren. Also es geht um den Sohn von einem Bauern und der, der kriegt ein Pferd geschenkt. Und dann sagen die Leute, oh, was für ein Glück. Und dann fällt er runter, fügt sich den Arm und sagen die Leute, oh, was für ein Pech. Und dann kommt Krieg und er kann nicht eingezogen werden, weil er den Arm gebrochen hat. Und dann sagen die Leute wieder, oh, was für ein Glück. Und so geht das halt die ganze Zeit weiter. Ich finde, das Scheitern hat ganz viel einmal mit der Erzählung des Lebens zu tun, weil auch Menschen immer so einen roten Faden irgendwie brauchen in ihrem Leben. Und es geht immer darum, zu welchem Zeitpunkt man aufhört, die Geschichte zu erzählen. Also ob man gerade gescheitert ist oder ob man gerade das Scheitern für was Besseres genutzt hat. Und damit finde ich irgendwie was anderes, ich weiß noch nicht. Aber das ist so das, was mir ganz, also was immer wieder hochkommt, wenn ich über Scheitern nachdenke. Ich bin Maria Luisa. Ich bin Zeichnerin, Bilderzählerin und Künstlerin. Und ich bin seit der ersten Ausgabe von Spring dabei. Für den Beitrag im Heft beginne ich eigentlich meistens mit einer ausgiebigen Recherche zum Thema und fange dann an mit einfachen Zeichnungen auf Papier, wo ich dann erstmal mit Assoziationen spiele und mit zufällig auftauchenden Verbindungen. Und den Prozess genieße ich, weil das ist das Schöne am Zeichnen, dass man Ideen sichtbar werden lassen kann, die ein bisschen unter der Oberfläche des Bewussten schlummern. Ja, seit einigen Jahren hat sich die Arbeit an Spring ein bisschen auf 2 Phasen im Jahr verteilt. Also nach der Abgabe für den Druck des Heftes haben wir ja immer so 3 bis 4 Monate Zeit, um die Ausstellung vorzubereiten. Das bedeutet, auf andere Bedingungen zu reagieren und auf andere Möglichkeiten, die jeder Raum
dann bietet. Und mir ist es immer besonders wichtig, die optimale Technik zum Thema zu wählen. Und deswegen sind die Ausstellungsstücke auch immer sehr unterschiedlich bei mir. Ob das großformatige Malereien sind, wie jetzt zum aktuellen Heft, zum Thema Togetherness, oder Objekte, die ich nach Zeichnungen baue, wie bei Privé, oder ob es ein Trickfilm werden muss, wie hier beim Thema Gespenster, den ich dann auf einem alten Fernseher in einer unheimlichen Ecke der Galerie gezeigt habe. Ja, also das Schönste an Spring sind die Leute. Also es sind so viele spannende, inspirierende Frauen, die so gute Ideen haben und auch so viele Möglichkeiten heranziehen, was man machen könnte. Und mir besonders gefallen tun mir die Ausstellungen. Also das hier ist mein Vater. Guck. Ja, das ist meine Mutter. Das bin ich. Dann ist ja gut. Tschüss, Rums. Mein Name ist Marina Mini, ich bin Illustratorin, Cartoonistin und Comiczeichnerin aus Hamburg und bin seit 2020 bei Spring mit dabei. Im Spring-Magazin habe ich öfter einzelne Cartoons veröffentlicht, denn für mich persönlich sind die Cartoons irgendwie die Königsklasse der Zeichenkunst, weil das wirklich so für mich, ich weiß nicht, ob es für andere leichter ist, total schwierig ist, die Sachen so direkt auf den Punkt zu bringen und dann so direkt beim Betrachter was auszulösen, was man dann auch nicht schauspielern oder nachahmen kann. Also Cartoon wird immer sehr stiefmütterlich überall behandelt und auch sehr wenig gewertschätzt, habe ich das Gefühl. Selbst auf unserer Schule, wo wir studiert haben, wird es nicht unterrichtet. Es findet irgendwie gar nicht richtig statt. Ich finde das toll, dass es auch bei Spring dann Platz dafür auch gibt. Und man kriegt ja auch Themen wirklich ganz anders vermittelt. Wenn man mit Humor was erzählt, dann hat man ein ganz anderes Ohr dafür und kriegt es viel tiefer in die Erinnerung oder ins Herz rein. 2020 habe ich für Spring Magazin einen Comic gemacht über ein afghanisches Lied, Dille Ordam, das Herz des Menschen. Das ist die Geschichte. Soll ich das nochmal vorsingen, das Lied? Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich das noch singen kann. Dille Adam Mesha Chashmi Hamadun Yora Bechana
Dile odam beshaboba bukuna zindagi ra Dile odam beshaskhud hamagamara perdona Dile odam chikada Hesh bicha mekonan Dile adam bachada Adam arusva mekonan. Das ist das Lied. Guck mal, da sieht man sogar noch den Bezug zu dem alten Comic mit dem Vogel, der aus der Brust kommt. Genau da ist das Gleiche. Ich erzähle quasi die Geschichte nochmal, nur in länger. Also was mich schon echt total begeistert, aber auch rührt und auch ein bisschen verwundert, auch auf einer gewissen Ebene, ist, dass wir das geschafft haben, als Gruppe 20 Jahre lang zusammenzuarbeiten, konstruktiv, produktiv zusammenzuarbeiten, jedes Jahr eine Publikation zu machen, Ausstellungen zu machen, Workshops zu machen. Ich bin Larissa Bertunasco, ich bin Zeichnerin, Künstlerin, Illustratorin und ich bin seit der Gründung von Spring 2004 mit dabei. Natürlich ist es total gut, dass wir keine Chefin haben, weil eigentlich lieben wir das ja total, dass wir so basisdemokratisch sind. Und ich glaube, das ist meiner Meinung nach auch einer der Gründe, weswegen Spring schon so lange gibt, dass es eben nicht die eine gibt, die sozusagen alles bestimmt und entscheidet. Und ich glaube, auch noch ein Grund, weswegen uns so lange gibt, ist, dass wir nicht kommerziell sind. Und sozusagen keine von uns einzeln Geld daran verdient. Also ich glaube, dadurch, dass es total klar ist, dass alle Gewinne einfach wieder in das Projekt einfließen und wieder eigentlich nur für uns zusammen sind, das ist auch was total gut ist. Wir haben immer gesagt, dass Spring auch so ein Safe Space ist, dass wir diese weibliche Perspektive haben, dass uns das ausmacht. Und das finde ich nach wie vor auch wichtig. Aber ich frage mich halt, was ist die weibliche Perspektive? Ist es wirklich weiblich oder geht es eigentlich mehr um eine Offenheit? Geht es mehr um eine, um so ein Mindset? Diese Perspektiven, die wir als vielfältig empfunden haben in unserer Gruppe, die aber trotzdem sehr weiß, sehr heteronormativ ist, wo ich denke, dass es uns auch gut tun würde, diesen Rahmen noch zu erweitern. Also ich war zum Beispiel immer sehr stolz drauf oder fand es toll, dass wir sehr divers sind, so in der Altersstruktur. Also dass, glaube ich, so die Jüngste und die Älteste, die bei uns mitgemacht haben, bestimmt 30 Jahre trennen. So. Also das finde ich schon mal was Tolles und Besonderes. Also bei dem Heft Nummer 15 habe ich ja eine sehr persönliche Geschichte geschrieben über Burnout. Das ist natürlich eine Geschichte über auch mein Leben. Das ist natürlich schon auch so ein Step gewesen für mich, aber ich habe mich von Anfang an dazu entschieden, ganz offen damit umzugehen und ich finde ja auch total wichtig, dass das Thema Mental Health in der Öffentlichkeit also entstigmatisiert wird und ehrlich gesagt hat mir das Feedback auch total recht gegeben, weil nachdem ich die Geschichte in Spring veröffentlicht hatte, habe ich so viele Menschen gehabt, die auf mich zugekommen sind, weil sie einerseits selbst
das kennen und betroffen sind. Und ich glaube, dass das wirklich auch immer so viele Menschen ermutigt, eben auch über diese Themen zu sprechen. Ich nähere mich dem Thema an, indem ich erst so eine super Idee habe und dann ganz viel dazu nachdenke und recherchiere und überlege. Und dann fange ich an zu zeichnen und dann merke ich, es funktioniert gar nicht. Oh, dann fange ich nochmal von vorne an und irgendwie mache nochmal eine 180-Grad-Wendung und am Ende kommt irgendwas raus, was irgendwie dann doch was damit zu tun hat, was ich mal am Anfang vorhatte, aber so ganz anders aussieht und einen ganz anderen Weg genommen hat. Und ich merke immer, wenn ich mit Bleistift und mit Farben arbeite, das ist ein anderer Prozess und ich liebe einfach dieses Material und dieses Papier und auch den Geruch von Stiften und das Anspitzen. Also das macht auch was. Das ist einfach so eine sinnliche Erfahrung, die einfach fehlt beim iPad. Aber ich finde es manchmal eben gut, um so eine Idee, so eine konkrete, die man hat, umzusetzen. Wir sagen immer, spring bündelt narrative Zeichnung. Das Tolle finde ich daran, dass das eine große Bandbreite hat. Also es zieht sich über eher cartoonigen Stil wie von Maren Amini, über klassischen Comic wie vielleicht Uli Lust oder Birgit Weihe, auch über die Zeichnerinnen, die vielleicht mehr aus der Illustration kommen, wie Caroline Löbert, Stefanie Wunderlich, die eher in ganzheitlichen Bildern oft illustrieren. Und dann gibt es auch ganz viele, die eher ganz freie Zeichnungen machen. Da denke ich zum Beispiel an Almut Ertel. Also dass die Bandbreite der erzählerischen Zeichnung sehr, sehr groß ist. Ja, also ich bin Almut Ertel und ich bin im weitesten Sinne Illustratorin. Also ich zeichne hauptsächlich, mache Objekte und Installationen für Ausstellungen. Denke, wenn ich an Spring denke oder was mir besonders toll in Erinnerung ist, und das sind immer die Ausstellungen, also und die Atmosphäre da, wenn wir uns eben treffen und unsere Bilder auswählen, wo wir sie hinhängen und das gemeinsame Aufhängen, das finde ich einfach so eine tolle Situation und so eine tolle Atmosphäre und dann am Ende als Gruppe dazustehen mit einer tollen, fertigen Ausstellung und die Release-Party. Und das ist dann alles so rund und also das ist nochmal richtig so eine Belohnung für uns gemeinsam als Gruppe für unsere entstandene Arbeit. Also das fertige Heft und also wenn das Publikum sich freut und zahlreich anwesend ist, also das finde ich das Tollste an Veranstaltungen. Also hier habe ich eben als Thema innere Randbezirke, sozusagen das Innenleben der Psyche. Also das war so der Anfang, wo ich architektonische Stilmittel mit aufgenommen habe. Also wo sozusagen das Seelenleben in Form von Räumen auch auftaucht. Und besonders mag ich an dieser Springausgabe eben den einfarbigen Druck auf farbigem Papier. Also das finde ich eine tolle Möglichkeit. Beim Arbeiten an meinem Beitrag fehlt noch dazu zu sagen, dass ich mal an allen Bildern gleichzeitig arbeite. Also das sind alles noch Skizzen und ich gucke mir dann immer zwischendurch alle an und dann entscheide ich erst, wo noch was fehlt. So ist das eben so ein Prozess, wo ich mit der Serie arbeite. Und am Ende fallen natürlich auch viele Bilder raus. Die landen dann vielleicht in der Ausstellung als Einzelbild. Wenn der Rudi mit aufs Foto eigentlich, ne?
Und jedes Jahr, wenn unser Heft dann erschienen ist, machen wir auch eine große Ausstellung. Es ist so, dass zum Beispiel Themen für das nächste Heft, wenn die entschieden werden, gibt es eben immer Vorschläge, die dann abgestimmt werden. Wir haben im Treffen in Hamburg und Berlin regelmäßig, wo wir eben dann so gewisse Entscheidungen treffen, zum Beispiel welchen Farben das nächste Heft gedruckt werden soll oder ob wir welche neuen Zeichnerinnen wir gerne einladen wollen. Hey, guck mal. Hey, hallo Süßer. Warum so schüchtern, schöner Mann? Geiler Arsch. Klappe da oben. Habt ihr nichts Besseres zu tun? Schnauze, Lesbe. Ey, du, warte mal. Alles okay? Oh Mann, der ist aber echt ganz süß. Ja, danke. Das war echt lieb von dir. Oh, ich muss mich in meiner Spezies entschuldigen. Frauen können echt solche Säue sein. Meine Freundin Uli wohnte im 5. Stock eines Mietshauses. Vom Speicherfenster aus konnte man in die Jägergasse gucken. Die Sackgasse in der Nähe durften wir nicht betreten. Die Jägergasse hieß im Volksmund meine Heimatstadt Hasengasse, denn dort boten Prostituierte ihre Dienste an. Hallo, ich bin Kati Silati. Ich bin wie Aisha das erste Mal dabei bei Spring und das ist auch meine erste Comiclesung. Afterglow ist auf Englisch. Ist mir irgendwie leichter gefallen zu schreiben und wer es auf Deutsch lesen will, dann muss das Comic kaufen. The memory of tender kisses, still visible on their smiling faces. It's the best feeling. Dankeschön. Ich bin Kati Silati, ich bin Illustratorin. Ja, ich zeichne immer vor mit Bleistift, weil Bleistift natürlich auch wegzuradieren ist. Und im Grunde arbeite ich digital, analog mit Buntstift und digital mit der Kolorierung in Photoshop. Allerdings nutze ich den Buntstift nur in einer Farbe und die scanne ich ein und extrahiere dann die Linie. Auch so eine Figur über die ganze Seite, ne? Genau, aber es trennt sich genau hier, ja. Wo jetzt nicht so viel Info ist. Mhm. Das ist ganz cool, weil links könnte es beides sein, ne? Ja. Oh. Ja, schön. Für mich ist Springen auch so eine Art Spielwiese. Ich finde es ziemlich cool, dass man nicht auf Comics festgelegt ist, sondern dass wir eine ziemlich diverse Gruppe sind, was die Bildsprache angeht. Wir haben ja immer ein Überthema, dass man sehr frei fassen darf, aber es gibt ein Thema, es gibt natürlich das Format und in der Regel auch die Einschränkung der Farbigkeit. Und das sind alles schon mal ein toller Rahmen, aber trotzdem, ansonsten ist man ja komplett frei. Und ich weiß, am Anfang bin ich immer überfordert. Ich probiere das immer einzuschränken, dass ich jegliche Assoziation mit dem Thema erstmal niederschreibe oder auch eine kleine Zeichnung vielleicht dazu mache und so finde ich über die Zeit immer mehr heraus, okay, was ist vielleicht spannend, was ich mit dem Thema verbinde oder wo wäre eine Geschichte. Vielleicht kenne ich sogar was noch aus meinen persönlichen Erlebnissen oder stolper bei der Recherche über ein Thema, was mich fasziniert. Eigentlich überwerfe ich oder verwerfe ich das Thema auch nochmal 50 Mal, bis ich dann an einen Punkt komme, wo ich merke, okay, hier ist es spannend, hier weiß ich aber auch, kann ich eine Geschichte erzählen oder finde ich auch irgendwie eine Erzählung mit einer gewissen Dramatik. Aber auf jeden Fall ist es immer eine schwere Geburt und zwischendurch verfluche ich das auch ziemlich. Aber am Ende bin ich sehr dankbar, durch diesen Prozess durchzudürfen. Also mir tut das gut,
zu wissen, es gibt eine Deadline und alles. Und die anderen gucken auch mal drüber, hören sich meine Geschichte an, sehen vielleicht Skizzen und geben mir auch Feedback dazu. Das hilft mir auf jeden Fall sehr. Also wenn wir zusammensitzen und über die Beiträge reden, dann könnte man natürlich schon sich gegenseitig ein bisschen mehr befördern, kritischer oder schräger auf eine Sache zu blicken oder eben einfach weiter dazu ermutigen, einen eigenen Blick einzunehmen. Wir wollen doch gar kein Comic-Magazin sein. Wir sind doch Spring. Also wir wollen doch nicht die Leute, die irgendwie freie Zeichnung machen und so Geschichten erzählen, immer mehr in den Hintergrund drängen, weil die erfolgreichen Zeichnerinnen alle schön ihren Text darunter rattern. So, das ist, Springen ist ja irgendwie divers und natürlich ist das auch toll, dass Leute ganz klar nach Prinzip Film oder so oder Dokumentarfilm erzählen, aber das ist doch nur ein Aspekt von Springen. Und freie Grafikerin und arbeite in Köln. Ich arbeite hauptsächlich im Buchbereich, liebe aber auch Druckgrafik, alle verschiedenen Techniken in meinem Atelier selber kann ich Hochdruck drucken, genieße es aber auch, wenn ich irgendwo die Chance kriege, Siebdrucke, Radierungen oder Litos zu machen. Also das ist hier meine Druckpresse, die ich im Atelier stehen habe, auf der ich Linol- und Holzschnitt drucken kann. Ich mache es jetzt mal als Trockenübung vor. Also eigentlich würde ich jetzt hier die Farbe aufwalzen. Und dann kommt da oben das Papier rein. Das wird hier festgeklemmt. Und dann male ich hier einmal so drüber. Und dann würde jetzt hier der fertige Druck rauskommen. Leider ist es nicht so. Seit 2009 bin ich bei Springen dabei. Ich bin zu Springen gekommen, Nina hatte mich, glaube ich, gefragt und vorgeschlagen. Und natürlich habe ich mir die Hefte angeguckt und war begeistert und bin dann zur Gruppe gestoßen. Was ich auch toll an Springen finde, ist eben, dass man in jedem Heft was Neues auch probieren kann. Also das nehme ich mir immer so raus und genieße das auch, wenn ich Techniken benutzen kann, die ich sonst nie benutze oder versuchen einen Comic zu machen, obwohl ich das sonst nicht mache. Jetzt finde ich die erste Seite nicht. Ach ja, hier. Die kommen nicht so richtig zusammen und das eine gibt dieser Blumenvase einen Schubs und will irgendwie so ein Signal senden und dann passiert plötzlich was ganz anderes und diese Pflanze umarmt die beiden und es tauchen auch noch ganz viele andere auf. Wie ich zu den Beiträgen komme, ist eigentlich unterschiedlich. Das ist je nach Thema. Manchmal hat man ja sofort eine Idee und weiß, okay, zu dem Thema will ich das und das machen. Und oftmals ist es aber auch so ein längerer Prozess, dass man halt das Thema mit sich rumträgt und dann immer wieder versucht, was könnte es sein, Dinge sich aufschreibt, am nächsten Tag wieder verwirft, andere Leute fragt, was fällt euch zu dem Thema ein, das mache ich schon auch. Also ich nähere mich eigentlich nicht so über Recherche, sondern wirklich über so spontane Ideen, die mir in den Sinn kommen. Und oftmals eben auch über Bildideen, dass ich das Gefühl habe, okay, ich möchte so oder so arbeiten oder die Technik ausprobieren oder ich möchte eine Bildergeschichte machen. Was könnte denn da passen? Das ist der Beitrag aus der Gespensterausgabe. Solche Sachen machen mir eigentlich besonders Spaß, weil ich da so total frei vorgehen kann. Ich habe mit Schablonen experimentiert und eben nicht, wie ich das sonst mache, mit Acrylfarbe, sondern mit Kreide, das ist so angerieben. Okay, das Besondere an dem Cover ist, dass es eben auch noch einen zweiten Druck drauf hat, in Leuchtfarbe, den man jetzt nicht sieht, der aber dann im Dunkeln zu Vorschein kommt.
mal selbst guckst, also definitiv leuchtet dort ein Gespenst, ja. Und ich bin der Meinung, es würde nicht leuchten, wenn ich nicht. Ja. Also es leuchtet, ne? Ja. Ist cool. Also, ich würde auch sagen, es leuchtet. Ja, aber ich würde sagen, das ist ziemlich genau, weil das Lila ist ja schon sehr anders. Ich glaube auch. Sie ist vor allen Dingen die Seele, die diese ganze Sammlung immer wieder zusammentrommelt. Vielen Dank, Sandra, dass du das immer noch so geduldig mit uns verwirklichst. Mein Name ist Sandra Meifert, ich mache das Layout vom Springmagazin und organisiere die komplette Produktion. Ja, das sind 10 mm, also es dürfte eigentlich hinkommen. Und die Mischung funktioniert auch super. Ja. Das ist der alte. Das ist der neue. Nein, aber die Farbe ist doch großartig. Das ist doch wunderbar. Ja. Los. Ich heiße Katharina Kuhlenkampf und ich zeichne sehr gerne und viel und mittlerweile drucke ich auch manchmal und ganz neu nähe ich jetzt oder sticke. Genau. Das ist Spinnenschauer und das ist so gesiebdruckt und das hier ist jetzt mit dem Ding. Ja, und dann hast du diverse Spinnen. Und die sind auch einfach in einer Spielerei entstanden. Da habe ich abends gesessen und Spinnen gezeichnet und dann habe ich das einfach gemacht. Das ist jetzt eine Kreuzstichstickerei. Genau. Einfarbig. Und das ist für mich schon sehr fein. Also ich kriege das gut hin, aber ich habe vorher angefangen, hat es anders. Grob. Dauert halt ewig. Das ist jetzt sozusagen eine schon etwas weiter ausgearbeitete Skizze zu dem Original und manchmal bin ich ein bisschen hinterher, mag ich die Skizze lieber als das Original, weil ich da immer noch ein bisschen freier bin und wenn ich dann in das echte Format gehe, manchmal verkrampfe ich dann so, weißt du, und dann, aber dafür kann man dann ja ausschneiden und rüberkleben, wenn es einem nicht gefällt, oder Tippex, ich liebe Tippex, ja, genau. Das kann ja, guck mal, der Hausmeister sah am Anfang so aus. Was ich gerne in der Freizeit mache, ist hier einfach zeichnen. Und dann zum Beispiel habe ich dann, ich zeichne, sitze dann abends und zeichne ohne Sinn und Verstand irgendwelche Tiere. Jetzt habe ich das sortiert. Das sind hier so ganze Insekten. So. Auch hier gesiebdruckt alles. Genau. Und selber gebunden.
Das mache ich auch gerne, so kleine Sachen. Ehrlich gesagt war ich am Anfang sehr eingeschüchtert, weil ich dachte, oh Gott, wer da alles mitmacht, so krasse Leute. Und dann... Also ich finde toll, dass es ein bisschen chaotisch ist manchmal oder ein bisschen wirkt am Anfang, aber dann am Ende so was haptisch Schönes rauskommt. Genau. Und die Idee war, dass man halt die Achterbahn einmal, also sozusagen ein zusammenhängendes Cover macht. Und dass die sozusagen, so starten die hier, einmal da so rum und dann scheitern sie oder es geht weiter. Es gibt ja so einen Abzählreim von ganz früher und den habe ich umgedichtet auf Fröschelein und habe dann auch wirklich gereimt und ich hatte schon immer Lust, so eine Geschichte zu machen oder so einen Abzählreim, wo halt die alle Kopeiser gehen. Ich mag halt gerne ein bisschen schräg und makaber. Und dann hat man hier 10 Fröschelein und die scheitern dann nach und nach. Also halt erst 10, dann 9, dann 8, dann 7. Was ich ganz witzig finde, ich finde die englische Übersetzung richtig cool. Also wirklich. Genau, und da ist eine Disco, wie man da so ansteht mit den coolen Typen, mit den coolsten Klamotten und den coolen Posen. Und dann ist da der Türsteher, der halt entscheidet, ob man rein darf oder nicht. Welches Thema ich gerne mal hätte... Familie. Ja, ich sag jetzt mal Familie. Ja. Gut, dann fangen wir mal an. Dann 1, 2, 3. This is a group portrait of an artist collective. We are publishing a book with visual stories every year. We make a big release show with other artworks that is also fitting with a theme.
Mein Name ist Line Hofen, ich bin Comiczeichnerin und Illustratorin und wie man im Hintergrund sehen kann, kratze ich meine Illustrationen und arbeite nur mit Schwarz-Weiß. Das erste Mal, dass ich eingeladen wurde, war von Katharina Gespendner zum Thema ABC of Tragedy. Und das war die 10. Ausgabe, also genau vor 10 Jahren. Und da habe ich ausnahmsweise mal was in Farbe gemacht. Für Spring. Als erstes mache ich immer so eine ganz genaue Vorzeichnung, wie man hier sehen kann. Das sollen jetzt Dackeln im Sturm, heißt die neue Serie, die ich für Spring machen werde. Und wenn ich fertig bin mit der Vorzeichnung, dann übertrage ich die auf den Karton. Und wenn ich das übertragen habe, fange ich an, das zu kratzen. Dann kann die Vorzeichnung weg. Und die Bilder entstehen, indem ich hier mit dem scharfen Gegenstand da reinkratze und das Schwarz abtrage. Erst habe ich überlegt, dass das Ganze heißen könnte Dackelkontakt. Oder, also weil es so Kontaktanzeigen von Dackeln werden sollten. Aber jetzt wird es eine Geschichte darüber, wie ich mir manchmal wünschen würde, dass jemand mit meinen Gedanken Gassi gehen wird. Und dass die dann halt, wenn die wieder zu mir nach Hause kommen, meine Gedanken, dass die dann ganz anders sind als die Gedanken, die ich am Morgen noch hatte. Besonders gern denke ich an die Ausgabe Wunder. Das war die Ausgabe, die wir noch, glaube ich, ohne Mayrisch gemacht haben. Und ich habe damals den Kontakt zu Mayrisch hergestellt, habe Autoren von Mayrisch angefragt, ob sie Lust hätten, für die Ausgabe in der Literaturbeilage was zu schreiben. Und da haben wir nicht nur eine wirklich wunderschöne Ausstellungsparty gehabt, sondern wir haben auch noch eine Lesung gehabt von Spring. Und an die denke ich wirklich sehr gerne. Die letzte Ausgabe, bei der ich mitgemacht habe, war Spring Privé. Da durfte ich auch das Cover machen. Ich weiß, dass bis zum letzten Moment noch über die Farben diskutiert wurde, was mir immer wieder große Freude bereitet bei Spring, dass noch bis zur letzten Sekunde alles in Frage gestellt wird. Spannung ist so schön. Ja, das ist toll mit euch.
Auch Nina ist auch perfekt. Ich heiße Julia Bernhardt. Ich bin Comiczeichnerin und Illustratorin. Angefangen habe ich mit Cartoons beim New Yorker direkt nach dem Studium. Und seitdem ist eine Graphic Novel von mir erschienen. Wie gut, dass wir darüber geredet haben beim Avant Verlag. Und jetzt demnächst kommt mein zweiter Comic raus, nämlich die Comicbiografie von Simone de Beauvoir. Also ich glaube, bei der Themenfindung, ich bin da immer so ein bisschen egoistisch, weil ich sehe die Comics, die ich für mich persönlich mache, immer eher als so einen therapeutischen Vorgang. Weil ich habe oft den Eindruck, dass ich so sozialisiert worden bin, dass ich negative Emotionen nicht in der Vehemenz artikulieren kann, wie ich das eigentlich möchte. Und mich belastet es total, weil ich immer das Gefühl habe, ich bin im Umgang netter, als ich eigentlich als Person bin. Und Comics sind für mich dann so die Möglichkeit, dieses ganze angestaute Wut loszuwerden. Die Medien, mit denen ich arbeite, sind eigentlich primär mein Skizzenbuch. Da mache ich grobe Seitenlayouts erstmal drin. Und dann gehe ich aber schon direkt ins iPad. Also ich tippe erstmal meine Texte ganz schnöde in InDesign. Und dann gehe ich rüber aufs iPad und fange an zu zeichnen. Eigentlich komme ich meistens bei meinen Comics vom Text. Also ich fange erstmal an, den Text zu schreiben und dann erarbeite ich die Bilder dazu. Für die Ausgabe Togetherness habe ich einen Comic über Wechseljahre gemacht mit dem Namen Wer hat Angst vor Maren Kräumann? Laut einer Forsa-Studie aus dem Jahr 2022 geben 37% der Befragten an, dass die Wechseljahre deren Gesundheit negativ oder sogar sehr negativ beeinflusst haben. Wie würden Sie Ihr allgemeines Wohlbefinden momentan einschätzen? Geht so. Eine von 10 Frauen kündigt wegen Wechseljahrsbeschwerden ihren Job. Etwa 25% nehmen eine Beförderung nicht an. Andere gehen vorzeitig in den Ruhestand. Doch wie bei vielen frauenspezifischen Leiden gibt es kaum Aufklärung, wenig wissenschaftliche Forschung und die ärztliche Versorgung ist prekär. Meine Expertise endet nach Schwangerschaften, bitte lesen Sie sich selbst ein. Es geht gar nicht nur an sich um die Menopause, sondern einfach darum, wie Frauen in der Gesellschaft behandelt werden. Und ich habe dann ganz schnell gemerkt, dass es mir super schwer fällt, dieses Thema einzugrenzen. Weil wie Frauen während der Menopause behandelt werden, ist eigentlich nur symptomatisch für ein total repressives Frauenbild, was Frauen über deren Attraktivität und Fruchtbarkeit, also den Wert von Frauen halt über Attraktivität und Fruchtbarkeit definiert. Und das ist eigentlich eine Zumutung, weil bei Männern das ja nie in dem gleichen Ausmaß getan wird. Und da habe ich dann gemerkt, dass ich total schnell vom Ästchen aufs Stöckchen komme und eigentlich ein ganzes Buch darüber machen könnte, weil da so viele Aspekte sind, die mich so unglaublich wütend machen und die ich so extrem unfair finde, dass ja, dass das Projekt, ich beschreibe jetzt einfach nur Menopause und zeige, was für Möglichkeiten der Behandlung es dann gibt oder wie der öffentliche Diskurs Frauen, die sich in der Menopause befinden, behandelt, eigentlich gar nicht ausreicht, weil das ist ein gesellschaftliches Problem. So. Das liest man in Spring, einem Jahresmagazin für Comics und Illustration, das ausschließlich von Frauen gemacht wird. In der Ausgabe für das Jahr 2019 geht es ausschließlich um Sex. Und hier im Studio sind jetzt die Berliner Zeichnerin Nina Pagalis und Aisha Franz, die beide zum Spring-Kollektiv gehören. Seien Sie beide willkommen. Hallo. 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 Ich schätze an der Gruppe, dass sie total heterogen zusammengesetzt ist, wir ganz unterschiedliche künstlerische Positionen vertreten. Und dann natürlich so ein Thema sehr spannend wird, weil wir aus verschiedensten Blickwinkeln und Haltungen heraus da herangehen. Was bedeutet das heute eigentlich wirklich? Haben wir diese sexuelle Freiheit oder fangen wir schon wieder selber an, uns unsere Schamlippen schönheitsoperieren zu lassen? Und warum? Und das hat mich umgetrieben, dieses Thema. Das ist toll, die Vielfalt der Zugänge auf der zeichnerischen Ebene, aber auch auf der dramaturgischen, erzählerischen Ebene. Alle Pracht und Opulenz verdankt die Welt der Sexualität. Das ist der Satz, der dem Beitrag von Maria Luisa praktisch voransteht. Was meint sie denn mit diesem schönen Satz?
Ja, Maria Luisa hat auch großartige Rechercheergebnisse zutage gefördert aus der Tierwelt. Da sieht man dann, wie sich großfleckige Seehasen paaren oder Strumpfbandnattern oder Plattwürmern, eben wie von Ihnen gesagt, in Bilder von Menschen übersetzt. Was ich auch sehr faszinierend fand, der Beitrag von Moki in ihrem Buch, der fällt auch so ein bisschen heraus, der kommt ganz ohne Text aus, der ist eher ja, rätselhaft, da sieht man so ineinander verschlungene Tiere oder auch Formen, die ineinander übergehen. Vielleicht können Sie uns sagen, was Sie sehen in diesen Bildern von Moki. Moki hat diese Verschmelzungen ins Bild gebracht. Also sie hat im Tierreich Tiere, Menschen verschmelzen lassen, Tierknäule, Leiber, Fell. Also es sind sehr sinnliche Bilder. Und deshalb passt es natürlich auch wunderbar ins Thema. Mein Name ist Moki und ich bin bildende Künstlerin. Ich bin seit der zweiten Ausgabe bei Spring dabei, habe zwischendurch eine Pause gemacht und bin jetzt seit der 12. Ausgabe wieder fest dabei. Zu erzählen, die Kommunikation und das Zusammen. Ich komme ja eher aus der Malerei und für mich ist es total schwer, eine konsistente Geschichte zu erzählen. Und deswegen genieße ich das auch, wenn wir die Ausstellung machen, wo wir ja nicht die Geschichten zeigen, die im Heft sind, sondern neue Werke zum gleichen Thema, was zu bauen, was Dreidimensionales zu machen. Für diese Ausgabe habe ich ein Mobilier gebaut mit den Figuren aus meinen Geschichten. Und für die Ausgabe davor habe ich den Protagonisten meiner Geschichte, einen japanischen Riesensalamander namens Shady, als Skulptur gebaut. Ich glaube, es gab für mich unterschiedliche Motivationen, diesen Film, diese Doku über das Kollektiv zu machen. Einerseits wollte ich unbedingt Dankeschön sagen an uns, dass es uns gibt, dass es uns seit 20 Jahren gibt und dass wir alle Herausforderungen gemeinsam meistern. Und Dankeschön für den ganzen Support gegenseitig und das Unterstützen und das Feedback. Aber eine zweite Motivation ist definitiv auch, anderen zu sagen, hey, ihr könnt es auch. Sucht euch eure Family, sucht euch eure Crew und stellt es auf die Beine gemeinsam. Und es geht gar nicht so viel um darum, sein eigenes Ego zu pushen, weil das sowieso viel schöner ist, eine gemeinsame Sprache zu entwickeln. Und es ist einfach total bereichernd und erfüllend. Was mir besonders viel Freude bereitet, sind die Gruppenfotos. Ich habe immer sehr viel Spaß, mir Kostüme auszudenken. Und ich habe, obwohl es echt anstrengend ist, lange still zu stehen in einer bestimmten Pose und versuchen dabei noch irgendwie gut auszusehen und nicht total zu schwitzen, macht mir das richtig Spaß, diese Fotos zu machen. Und ich finde, dabei kommt eigentlich auch immer irgendwas Cooles bei raus, egal wie bescheuert wir uns anstellen. Ja, zum Beispiel Katharina Gschwendtner sie ist einfach ein mordsmäßiger Entertainer und hat einen super Humor. Ich erinnere mich immer
gerne an die Verlosung, die sie so cool moderiert. Jeder, der ein Magazin gekauft hat, hat ein Los in der Hand. Und diese Lose, die haben Duplikate, sind angefertigt worden. Und die sind jetzt hier in dieser goldenen Schale, in diesem Kelch. Die erste Nummer ist die 49. Nein, die habe ich. Auf dem Basili-Chair, wie ich auch gerade saß. Der Zyklop. Das sind die ganzen Leute an ihren Handys, die sich so in so Nacktschnecken verwandeln, weil die alle auf ihren kleinen Monitor gucken und ihr Online-Shopping machen. Und ich liebe es, beim Zeichnen die Ideen entwickeln zu lassen, und das ist genau, ja, das, dieser freie Fall, diese Nicht-Absicherung, erst macht mich überhaupt kreativ. Deswegen kann ich ein Thema auch nur als eine wirklich sehr offene Sache auffassen, dass ich etwas umkreise, denn bei mir funktioniert das nicht mit einer Vorzeichnung, weil ich dann etwas aufgreife, was ich vorher schon mal gedacht habe, und das nachmache und dann nie so konzentriert bin. Also ich bin immer dann konzentriert, wenn ich wirklich nicht genau weiß, wie es weitergeht. Oder dann muss ich vielleicht auch was in mein Bild eingemeinden, was irgendwie ein Ausrutscher war oder ein Fehler war, aber erst durch diesen Akt, dass ich das einbinde und einbeziehe, passieren gestalterisch, aber es sind ja auch bei mir durch dieses sehr narrative irgendwie auch soziale oder psychologische Dinge. Also es ist, wenn die Erzählung eine Logik hat oder einen sozialen Aspekt, dass es eine Frage und eine Antwort gibt und vielleicht ist es zu glatt, dann kommt eine andere Frage dazu und dann kommt wieder ein Störfaktor und dann finde ich, dass da eine große Klammer drüber muss, so entwickelt sich das. Wenn das rund ist, dann ist auch die Gestaltung rund. Also ist die Reihenfolge ist oft so. Vielleicht stelle ich dann fest, gestalterisch muss da jetzt ein Schwerpunkt rein, da muss eine fette schwarze Fläche rein, dass auch klar ist, dass das nochmal richtig Gewicht bekommt. Aber ich habe nicht ein Thema, konzipiere dazu eine Geschichte. Das finde ich ganz toll. Manche können das super gut. Ich nicht. Also ich liebe es, darauf loszutasten. Für mich wäre es spannend, das, was wir an Narration und an Bild an thematischer Reflexion jetzt hatten, dass das jetzt formal auch eingehalten wird. Weil oft ist jetzt, also im Comic ist es ja oft so, dass das Thema die Hauptrolle spielt, aber das Formale dem sehr untergeordnet ist. Und ich würde es interessant finden, jetzt mal zu sehen, wie schafft man es mit den Themen, sich vielleicht so weit davon zu lösen, dass die formale Auseinandersetzung im Vordergrund ist, um dann aber wieder zum Thema zurückzukommen. Also ich glaube, dass diese Kurve oder diese große Bewegung nachher auch der vielleicht dann auch wieder der Illustration wahnsinnig gut tut. So als Anreiz, dass man eine große Ausstellung macht und dass man mit Fläche arbeitet oder mit bildender Kunst, dass man es wirklich als bildende Kunst auffasst, um dann facettenreicher zu werden, differenzierter zu werden. Weg von der reinen Themenbindung hin zur Form, zur Auseinandersetzung mit dem Bild. Das schwebt mir vor, das würde ich als das nächste große Ziel sehen. Erstmal hätte ich Bock auf großes Bild,
Aber ich hätte auch, ich sehe auch eine Möglichkeit in 3D-Illustrationen. Aber erstmal nach. Weil ich glaube, das ist auch so hermetisch abgeriegelt, dass es erstmal so einen kleinen Sinnesschock braucht. Und den Sinnesschock habe ich nicht an meinem Computer. Den Sinnesschock habe ich, wenn da eine echte Farbe einen Widerstand gibt, wenn mir da was verschüttet, wenn was kratzt und ich das nicht mit einer Pinselspitze in einem Programm alles beherrsche, sondern wenn es einen echten Widerstand gibt, eine echte Notwendigkeit, Orientierung zu finden in einem Bild, in einer Fläche mit einem echten Material. Also durchaus einen großen, schönen, leidenschaftlichen Abstecher ins Handwerk.